als junges Mädchen bewundert man diesen Job. Man sieht die ganzen schönen Mädels in Social Media und denkt, das Leben ist super schön und super toll. Aber der Beruf bringt ganz schön viele Schattenseiten mit sich. Viele der Probleme, die ich hatte, sind in direkter Korrelation entstanden zu Social Media. Für mich ist aber klar, dass das so ein bisschen so der Preis ist, den ich dafür zahlen muss. Alle haben hier das perfekte Leben. Die haben immer Bock, die sind immer gut drauf. Hey, Girls! Da läuft alles super. Warum läuft es bei mir nicht gut? Egal, verstecken wir einfach. Muss ja keiner wissen. Und dieses Verstecken hat mich zerstört. Influencerin sein, der Traumberuf vieler junger Frauen. Aber wie sexy und glamorous ist das eigentlich wirklich? Wir haben Influencerinnen getroffen und mit ihnen über die guten und nicht ganz so guten Seiten ihres Berufs gesprochen. Und über ihr Frauenbild. Warum geht so viel um Aussehen, Fitness und Mode? Und was macht das mit anderen jungen Frauen, die sich das ständig angucken und sich vergleichen? Tag zusammen und bienvenue zu Twist. Das Super Candy Pop-Up Museum ist das erste seiner Art in Europa. Auf knapp 1200 Quadratmetern gibt es hier die unterschiedlichsten Kulissen, in denen die meist weiblichen Besucherinnen das machen, was sie bei ihren Social-Media-Vorbildern im Netz gesehen haben. Viele erfolgreiche Influencerinnen waren schon hier und haben Bilder geschossen, die ihre Followerinnen zum Träumen gebracht haben. Und auch die in Köln neu eröffnete Content Gallery, das House of Bates, lockt auf 800 Quadratmetern mit den perfekten Settings für Social Media taugliche Videos und Fotos. Ach, kalt. Wenn's richtig gut läuft, haben Influencerinnen mehr Follower als Regierungschefs oder Filmstars. Sie haben das geschafft, wovon immer mehr junge Menschen träumen. Mit ihrem Content Millionen Likes generieren und mit Werbeplatzierung einen Haufen Geld verdienen. Besonders für junge Frauen sind Influencerinnen eine Mischung aus virtueller bester Freundin und krassem Vorbild. Den größten Erfolg im Business feiern ebenfalls junge Frauen. Hier ist es mal anders als gewohnt. Frauen verdienen auf Instagram, TikTok und Co. deutlich mehr als Männer. Sophia Thiel gehört zur ersten Generation der Influencerin. Mit ihren Fitnessvideos ist sie mit über 1 Million Followern zum Social Media Star geworden und hat dabei Höhen und Tiefen erlebt. Wir haben sie in Berlin getroffen. Je härter, desto besser. Das ist Sophia Thiels Motto. Sich beim Training selber spüren, an ihre Grenzen stoßen, das ist das, was ihr inzwischen wieder gut tut. Als Mädchen war sie unzufrieden mit ihrem Körper. Sie machte Kraftsport, um ihn zu verändern. Stellte Videos von ihrer Transformation ins Netz und wurde vor fast 10 Jahren zu Deutschlands erster Fitness-Influencerin. Für mich war es damals schon immer der größte Schmerz, gemobbt zu werden. Damals wegen meinem Gewicht, und ich habe auch viele Mädels in meinem Umfeld auch gehabt, die sich einfach unglaublich unwohl gefühlt haben, die irgendwie auch nicht so wirklich dazugehört haben. Und dachte ich mir, mit dem Kraftsport habe ich abgenommen, erfolgreich, und das will ich irgendwie einfach teilen, um anderen zu helfen. Und dann ging das ja alles ungeplant, ziemlich schnell. Und aus dem irgendwie Fotos machen und Videos wurde irgendwann so ein Fulltime-Job. Die Videos, in denen Sophia ihren durchtrainierten Körper präsentierte, trafen einen Nerv. Besonders bei jungen Mädchen, die von ähnlichen Erfolgen träumen. Bald hatte sie über 1 Million Follower. Sophia Thiel wurde zur Marke, zum Star der Fitnessbranche. Doch mit dem Ruhm wuchs auch die Kritik an ihr. Ich habe gemerkt, okay, Social Media, je mehr, wie größer die Community wird,
desto mehr Augen sind auf mich gerichtet. Das hat sich wirklich angefühlt, einfach wie Augen, die immer mehr werden, mich auf Schritt und Tritt verfolgen und alles auch, was ich tue, beziehungsweise auch nicht tue, bewerten und verurteilen. Also es war dann schon so, dass natürlich, du kannst 100 positive Kommentare haben und wenn dann ein negativer richtig sitzt, der bleibt dir den ganzen Tag im Kopf hängen. Sie trainierte immer härter, setzte sich gleichzeitig streng auf Diät. Die Gewichtsschwankungen, die im Bodybuilding eigentlich normal sind, passten nicht zu ihrem Social-Media-Image. Jede körperliche Veränderung wurde von der Öffentlichkeit hämisch kommentiert. Diese alte Wunde, wo ich in der Kindheit gemobbt wurde wegen meinem Aussehen, kam sozusagen irgendwie verhundertfacht dann auf Social Media wieder zurück, weil dann die Leute mich wieder gemobbt haben wegen meinem Aussehen, so nach dem Motto. Und das war wirklich sehr, sehr schwer. Hinter den Kulissen machte der Druck Sophia krank. Während sie ihren Fans gesunden Lifestyle verkaufte, war sie selbst chronisch erschöpft, litt an Selbstzweifeln und Essstörungen. Die Follower merkten nichts davon, denn in ihren Videos machte Sophia weiter wie immer. Früher war es so, wo ich auch angefangen habe, das waren andere Zeiten. Da war es so, dass wirklich jeder unfehlbar wirken wollte und keiner wollte Schwächen zugeben. Und damals habe ich dann einfach auch in die Kamera gelächelt, wenn es mir eigentlich richtig schlecht ging. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Und dann fängt schon an, das Gesicht dann in dieses Lächeln zu kommen und denkst dir einfach, ja, es interessiert aber jetzt auch hier niemanden deine Probleme. Doch dann brach sie zusammen. Burnout, Depressionen, Bulimie. Sophia ging komplett offline, begann eine Therapie. 2 Jahre dauerte ihre Social-Media-Pause. In dieser Zeit krempelte sie ihr Leben um, entwickelte ein neues, gesundes Verhältnis zu Sport und Ernährung. 2021 traute sie sich zurück in die Öffentlichkeit. Mit diesem YouTube-Video, das über 3 Millionen Mal geklickt wurde. Mann, bin ich aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie ich so richtig anfangen soll. Endlich reinen Tisch machen und dann wieder durchstarten. Das war ihr wichtig. Weil ich wusste auch, dass bestimmt ganz viele in meiner Community auch wahrscheinlich mit den gleichen Themen zu kämpfen haben. Und dann dachte ich mir, und wenn ich nur einer Person dann damit helfe, wenn ich jetzt hier einmal komplett alles raushaue, dann war es schon wert. Und ich möchte es quasi nutzen und schauen, wie es ankommt. Seit ihrem Comeback ist Sophia als Influencerin wieder voll im Geschäft. Ihr aktueller Content? Immer noch Fitness. Dazu Mental Health, Body Positivity und viel Humor. Gerade ihren weiblichen Fans will Sophia ein gutes Vorbild sein. Und Tipps für einen gesünderen Umgang mit Social Media hat sie auch. Wenn man schon merkt, so, man vergleicht sich, man schaut zum Beispiel ein Profil von jemandem an, dass man schon sagt, so, halt, stopp, dieses Innehalten. Aber was passiert eigentlich gerade hier? Und wer bin ich? Und wie geht es mir eigentlich gerade damit? Dass man halt wirklich auch sagt, okay, ich setze mir Zeiten für Social Media, weil es mir einfach nicht gut tut. Oder folge nur Profilen, die mir eben diese Inspiration geben oder diese guten Gefühle. Was sie selber braucht, um sich gut zu fühlen, das weiß Sophia inzwischen. Ihre Follower wird sie auf ihrem Weg weiterhin mitnehmen. Valentina Rappo, das ist der Künstlername von einer anderen jungen Influencerin und Autorin, die zum einen viele Social-Media-Klischees erfüllt, sich zum anderen aber kritisch und tiefgründig mit ihnen auseinandersetzt. Neben Mode, Beauty und Reisen geht es bei ihr vor allem um Literatur, Politik und ihre queere Identität. Vor 2 Jahren, da war sie gerade 20, ist ihr erstes Buch rausgekommen. Generation Z. Zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt. If you know people who know me, you might want them to speak. Wer was erreichen will, braucht Aufmerksamkeit im Netz. Mit dieser Gewissheit wuchs Valentina Vapo auf. Als Kind bewunderte sie Lifestyle-Bloggerinnen auf YouTube. Mit 15 startete sie ihren eigenen Kanal. Ihr Plan? Online bekannt werden und später als Autorin durchstarten. Ich habe beobachtet, eben mit so 12, 13, wie meine Idole ihre Träume durch Social Media verwirklicht haben und mir war dann mega früh klar, okay, wenn man Menschen hat, die einem zuhören, die sich für das interessieren, was man macht, dann ist so eine Karriere in der Kunst, die ja wahnsinnig schwierig ist, eben möglich. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sie teilt ihr Leben im Internet, ist scheinbar rund um die Uhr auf Sendung, auf YouTube, Instagram und TikTok. Yes, I am a girl like you.
Es geht um alles, was sie so beschäftigt. Mode, Auslandsreisen, Liebe und Sex zum Beispiel. Der Austausch mit Gleichgesinnten, gerade auch wenn es um Intimes geht, für Valentina eine der Stärken von Social Media. Also für mich war so das erste große Thema irgendwie so mein Coming Out und was bedeutet das eigentlich irgendwie, dass ich bisexuell bin, was ist das überhaupt? Und das hat bei mir halt schon so mit 14 angefangen und so mit 15 war ich dann schon relativ sicher in meiner Identität, einfach weil ich diesen Online-Raum hatte, also bestimmte Communities online, mit denen man sich verbindet und wo man sich nicht alleine fühlt. Ihre größte Leidenschaft, die Literatur. Auf TikTok ist Valentina Teil der BookTok-Community, in der junge Menschen sich im Schnelldurchlauf über Bücher austauschen. Hello friends, ich wollte euch zeigen, was ich gerade aktuell auf Deutsch lese. Und für Posts wie diese kriegt sie mehr Likes als für ihre Styling-Tipps. Seit sie 16 ist, verdient sie ihr Geld als Influencerin. Sie hat Werbedeals mit Mode- und Kosmetiklabels und hatte schon einen eigenen Politik-Podcast für junge Menschen. Wenn Leute mich fragen, ja, wie ist das so, wenn man das als Beruf macht, sage ich immer, das ist der einfachste Job der Welt. Also das ist wirklich so toll, dass man das, was einen interessiert, dass man darüber sprechen kann, dazu Videos machen kann, Bilder. Ihre Fans lässt sie auch an ihren Krisen teilhaben. Ob Liebeskummer oder Selbstzweifel. Valentinas Follower wissen immer Bescheid. In einem ihrer meistgeklickten Videos lässt sie die Kamera mitlaufen, während sie die Trennung von ihrem Freund durchleidet. Für sie eine konsequente Entscheidung. Ich finde es auch selber im Nachhinein komisch, dass es so ein krass intimer Moment irgendwie im Internet ist. Aber ich habe während der Beziehung so viel positiven Content gemacht. Ich habe immer gepostet, guck mal, so, wir machen jetzt das und da, bla bla bla. Und dann wäre es für mich falsch, wenn ich das nicht auch gepostet hätte. Pause von Social Media macht sie nur in Ausnahmephasen. Dann, wenn bei ihr gar nichts mehr geht. Ich war, seitdem ich 16 bin, immer wieder in Therapie für Depressionen. Und ich weiß einfach, dass das viel mit Social Media zu tun hatte. Klar, das hat auch mit familiären Themen zu tun oder einer genetischen Veranlagung familiär. Aber Social Media hat da schon auch wirklich eine große Rolle gespielt. Und wenn es mir schlecht geht, dann merke ich auch sehr offensichtlich, wie so ein weiterer Konsum das Ganze auch schlimmer macht. Die psychischen Folgen von Social Media sind eines der zentralen Themen in Valentinas Buch Generation Z, das vor 2 Jahren erschien. Ihre Generation sei fucking Social Media süchtig, schreibt sie darin. Süchtig nach einer virtuellen Welt, in der alles möglich scheint und die gerade deshalb Sehnsüchte und Selbstzweifel schürt. Ich vergleiche es immer so ein bisschen so. Früher hatte man auch irgendwie Zeitschriften und da waren irgendwie Supermodels und die sahen toll aus und haben irgendwie so ein aufregendes Leben. Aber man wusste, das ist so eine Person, das ist wirklich so die Ausnahme. Und auf TikTok zum Beispiel oder auch natürlich auf Instagram, wenn man da seinen ganzen Freunden folgt oder auch die ganze Zeit neue Leute vorgeschlagen bekommt, dann hat man wirklich das Gefühl, dass es halt alle sind. Weil es ist nicht irgendwie ein paar einzelne Celebrities, sondern jede Person. Valentinas Buch wurde auch dank ihrer Follower zum Instant-Bestseller. Inzwischen studiert sie an der Schreibschule in Hildesheim, einer Kaderschmiede des deutschen Literaturbetriebs. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Social Media, weil es einerseits der Grund dafür ist, warum ich den Traum vom Schreiben und auch Autorin zu werden, warum das überhaupt für mich möglich ist. Andererseits weiß ich aber auch, dass Social Media mir psychisch schon mich sehr viel gekostet hat. Für mich ist aber klar, dass das so ein bisschen so der Preis ist, den ich dafür zahlen muss. Das angeblich so famose und makellose Leben der anderen verzerrt die Selbstwahrnehmung von Kindern und Jugendlichen. Welche Auswirkungen das hat, erforscht die Psychologin Ines Imdahl, mit der ich hier im House of Bates verabredet bin. Hallo Ines. Hallo Bianca. Na, schön, dich zu treffen. Ich freue mich auch. Sag mal, du untersuchst ja schon seit einer ganzen Weile das Nutzen von Social Media bei jungen Leuten. Würdest du sagen, es ist wirklich so ein Streben nach Aufmerksamkeit, nach Sucht nach Likes oder ist es eine Sucht, eine Sehnsucht nach einer heilen Welt?
das widerspricht sich gar nicht mal. Mhm. Also natürlich tauchen die jungen Menschen zum Beispiel in Instagram ab, um wirklich zu sehen, was alles möglich ist, was man alles gestalten kann, wie schön man werden kann, wie fit man sein kann. Aber gleichzeitig ist die Währung Likes und Follower. Da kommt man auch heute als junger Mensch überhaupt nicht mehr dran vorbei. Ja? Also wie schön dein Weihnachtsfest war, hängt davon ab, wie viel Likes du da drauf gekriegt hast. Und wenn es weniger war als bei deiner besten Freundin, dann war es halt nicht cool. Also dieses digitale Erleben hat wirklich die Realität, die für die Jugendlichen auch kein Gegensatz mehr ist, abgelöst. Studien sagen ja, Mädchen sind da deutlich anfälliger als Jungs. Woran liegt denn das? Naja, wir haben ja seit Jahrzehnten schon die Themen, mit denen Frauen sich angeblich beschäftigen müssen. Ne? Make-up, schöne Figur, Haushalt, Kochen und so weiter. Also die klassischen konservativen, würde ich mal sagen, Rollenbilder. Und jetzt haben wir natürlich das Phänomen, dass Social Media vor allen Dingen diese Themen bedient. Also es sind die Lead-Themen, immer noch Schönheit, Fitness, Gestaltung, Ästhetik, mit denen sich eben Frauen intensiv beschäftigen. Und natürlich auch angehalten werden, das musst du alles können. Ne? Du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles machen. Aber wie beeinflusst denn genau so ein Bild, wie du es beschreibst, eben auch das Selbstbild von jungen Frauen? Also es lässt sich ganz schön zeigen, dass je mehr die jungen Menschen auf Social Media unterwegs sind, desto eher befürworten sie ein solches traditionelles Rollenbild. Also es gilt sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Und es ist so, dass sie das nicht alle unbedingt selber wollen, aber dass sie nicht so kritisch sich damit auseinandersetzen. Also wir können schon sehen, dass je länger sie auf Social Media unterwegs sind, desto unglücklicher sind die Frauen auch. Und sie erleben eben einen unglaublichen Druck, das alles erfüllen zu müssen. Influencerinnen sind ja für viele junge Mädchen eben auch eine Art Popstar. Welche Verantwortung haben dann eben diese Frauen, die sich eben ihren Millionen FollowerInnen so darstellen, welche Verantwortung haben die gegenüber eben den jungen Mädchen? Im Grunde denke ich, sie haben eine größere, als sie immer so mitbekommen. Die Influencerinnen, die ich gesprochen habe, haben bewusst Tage ausgelassen, wo es ihnen selber nicht so gut ging. Sie wollten oft nicht zeigen, dass sie schlecht drauf sind. Und das führt natürlich dazu, dass gerade junge Mädchen das Gefühl haben, wenn ich jetzt eine Krise habe, und die haben wir mindestens einmal alle 4 Wochen, ja, dann ist das aber nicht in Ordnung und sie fühlen sich doppelt schlecht. Was würdest du den jungen Frauen tatsächlich empfehlen oder was wünschst du dir, welchen Umgang sie mit Social Media haben sollten? Wir brauchen auf jeden Fall einen Umgang mit Social Media, der geregelter und gemäßigter ist. Und wir brauchen eine echte Auseinandersetzung mit dem Thema, eine Streitkultur. Und damit meine ich als allererstes auch, dass die jungen Mädchen sich mit ihren Müttern und Vätern streiten müssen um die Handyzeit und die Eltern auch mal ganz klar sagen, nee, jetzt ist mal genug. Vielen lieben Dank Ihnen. Ich danke dir. Okay, let's go take some shots. Oh no, oh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. In den USA trendete Hashtag Tradwife, der Hashtag für die traditionelle Ehefrau. Zu Hause bleiben, nicht arbeiten, den Mann unterstützen. Und ja, bei uns auch. In Europa gibt's den Hausfrauentrend vor allem bei TikTok zu sehen. Wir haben mit der Content-Creatorin Carolina Tolstick gesprochen, die als Stay-at-Home-Girlfriend aus Mallorca postet. Das morgendliche Workout am Strand gehört zum Job. Denn perfektes Aussehen ist das Kapital für Lifestyle-Influencerin Carolina Tolstick. Ich stehe meistens so zwischen 5 und 6 Uhr auf, was für die meisten wahrscheinlich relativ früh ist. Und fange dann schon an mit Videos schneiden, meinen Tag planen, vorbereiten. Und noch bevor der Tag richtig gestartet ist, habe ich also schon den größten Teil meiner Arbeit erledigt und brauche dann erstmal einen Break. Die 27-jährige Dortmunderin mit ukrainischen Wurzeln nennt sich auf TikTok und Instagram Malischka und postet Hausfrauenvideos mit Titeln wie Alles für meinen Prinzen. Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf und dann ist meistens auch schon Mittagszeit, also bereite ich ihm das Mittagessen zu und überlege mir noch, was ich für ihn backen kann. Ich mache etwas für meinen Mann.
das Thema ist sehr kontrovers. Die einen befürworten das und finden das schön und die anderen sagen, ich bin eine unabhängige Frau und brauche in meinem Leben keinen Mann. Ja, also das ist so das Leitthema, würde ich sagen. Heute macht sie ein Backvideo für TikTok. Es gibt Blinis nach dem Rezept ihrer Großmutter. Ich habe mir selbst so meine Tricks rausgesucht, deswegen mache ich hier manchmal die Tür auf, lege mein Handy hier oben ab. Dann wird auf Start gedrückt. So kriege ich die Aufnahmen von oben hin. Früher unterrichtete sie Deutsch und Sport an einer Brennpunktschule in Nordrhein-Westfalen. Dann kam Corona. Sie zog nach Mallorca und postete fortan aus ihrem Leben als Stay-at-Home-Girlfriend, ein Social-Media-Trend. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Der Ton stammt aus einem deutschen Werbespot der 50er Jahre. Caro hat ihn neu bebildert. Sie überspitzt, macht Reels mit Humor. Aber ein bisschen Ernst steckt dahinter, sagt sie. Das polarisiert. Ein Hausfrauen-Content, der natürlich top gestylt in einem schönen Designerkleid und geschminkt und so. Das ist natürlich sehr, ein sehr kontroverses Bild. Also viele sagen ja, ich mache den Haushalt auch jeden Tag, aber dabei habe ich eine Jogginghose an. Manche beschimpfen sie für das von ihr transportierte traditionelle Frauenbild. Andere feiern sie dafür. Caro selbst sieht sich als Sympathisantin des Feminismus. Der Begriff Feminismus bedeutet für mich, dass jede Frau das Recht hat, für sich selbst zu entscheiden, was sie glücklich macht. Und dass dieser Begriff gar nichts Negatives an sich hat. Also viele denken immer, Feminismus ist diese Frauenbewegung, die sagt, wir wollen nichts mit der Männerwelt zu tun haben, ich bin die unabhängige Frau und ich brauche sonst niemanden. Das ist für mich eben nicht so. Und mich macht es super glücklich, wenn mein Freund glücklich ist, wenn meine Familie glücklich ist. Und dementsprechend muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall eine Befürworterin des Feminismus. Als Kunstfigur Malischka ist sie die Hausfrau, die dem Gatten Blinis mit Blattgold serviert. Als Caro ist sie Unternehmerin, die sehr wohl arbeitet. Was wie Vergnügen aussieht, ist Business. Jede Shoppingtour durch Palma de Mallorca wird zum Content. Klar, dann nimmt man sein Handy überall hin mit. Es muss immer Content produziert werden. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man verliert sich selbst und kann den Moment gar nicht genießen. Mit ihrem Freund Georg, genannt Giorgio, betreibt Caro einen weiteren Account und eine Agentur für virales Marketing. Das Geschäftsmodell? Produktplatzierungen. Dass viele junge Followerinnen nur die schöne Fassade sehen und davon träumen, auch zu Hause zu bleiben, ohne Job, sieht auch die ehemalige Lehrerin Caro mit Sorge. Was ich aber ein bisschen schwierig finde, ist, wenn 13-Jährige zu mir kommen und sagen, mein Ziel ist es jetzt auch, Stay-at-Home-Girlfriend zu werden, weil mir eben sehr, sehr wichtig ist, dass Jugendliche ihren Schulabschluss machen. Neben traditionellen Rollenbildern wird auch die Girlboss-Kultur in den sozialen Medien zelebriert. Also starke Frauen, die sich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt und Karriere gemacht haben. So wie Marine Tanguy, die Französin hat mit Mitte 20 die MT Art Agency gegründet, die heute zu den größten Kunstagenturen in Großbritannien gehört. Sie nutzt die Plattform, um die von ihr vertretenen KünstlerInnen, aber auch sich selbst ins perfekte Licht zu rücken. Jetzt hat Marine Tanguy ein Buch geschrieben, in dem sie sich für Visual Detox, also visuelle Enthaltsamkeit, ausspricht. Wie das zusammenpasst, das hat sie uns in London erzählt. 1,8 Milliarden neue Bilder werden täglich ins Netz hochgeladen. Dazu kommen geschätzte 10.000 Werbebilder, die pro Tag in der realen Welt auf uns einprasseln. Das hat Marine Tanguy recherchiert. Visueller Overload. C'est un bombardement incessant qui crée beaucoup d'insécurité et beaucoup de problèmes, malheureusement, de dépression, de problèmes mentaux pour les femmes, et qui les
qui les repositionne dans une petite boîte et qui leur dit, même quand elles vont au travail, en fait, ce qui est le plus important, c'est votre apparence physique. Marine Tanguy, 1989 auf der Île de Ré geboren, ist Kunstagentin in London. Schon deshalb beschäftigt sie sich damit, welchen Einfluss Bilder auf unser Leben haben. Im März 24 erscheint ihr erstes Buch, The Visual Detox. Wie man Medien konsumiert, ohne von ihnen aufgefressen zu werden. Ihr Anliegen, sich bewusst zu machen, welche Bilder uns gut tun und welche nicht. L'idée du livre est importante parce que 65% d'entre nous sont des gens qui apprennent par les visuels plutôt que par les mots. Et on est bombardé, comme on l'a vu aujourd'hui, par les visuels tout autour de nous, que ça soit commerciaux, politiques ou autres. Et c'est un bombardement quotidien. Et pourtant, c'est une langue, la langue visuelle, qu'on parle très peu. On l'étudie très peu à l'école. On a l'impression qu'elle nous est imposée. Donc je voulais écrire un livre qui puisse encourager justement l'idée que c'est une langue qui nous appartient à tous. Wie man in ein Image gepresst werden kann, erfährt sie in Los Angeles. Im ersten Job und als Gründungspartnerin der ersten eigenen Galerie. In der Welt des Kunstmarkts gibt es visuelle Codes für Erfolg. Und sie wird aufgefordert, ihr Insta-Profil anzupassen. On m'avait expliqué que c'était la seule manière où dans laquelle je pouvais exister. Et je crois que c'est intéressant de dire qu'on ne peut exister visuellement que d'une certaine manière. Später als selbstständige Kunstagentin bestimmt sie, wie sie sich darstellt. Sie zeigt sich nun gezielt als Businessfrau, perfekt gestylt mit ihren Künstlern. Aber dass man mehr Reichweite bekommt, wenn man nackte Haut zeigt, beweist ein Selbstexperiment. Der Social-Media-Algorithmus bevorzugt eindeutig Body vor Brain. J'ai posté une photo de moi en bikini. À l'époque, j'avais eu le Forbes 30 Under 30. J'avais eu quelques succès professionnels. J'avais mon papier universitaire d'ailleurs avec Warwick University aussi. Et cette photo a été 300 plus de fois aimée par mon réseau, par ma communauté, que n'importe quel accomplissement que j'aurais pu avoir d'un point professionnel et intellectuel. 2022, schwanger, erlebt sie Cybermobbing. Anonyme Beschuldigungen auf Social Media gegen sie als Kunstagentin und als Mutter, weil sie sich mit ihren Kindern, Atlas und Vivaldi inszeniert. Die Angst vor Angriffen wie diesen halte junge Frauen davon ab, Karriere zu machen, ist Marine Tanguy sich sicher. Les jeunes femmes ont peur justement d'affirmer des choix, d'affirmer des opinions, de vouloir prendre des positions de leadership professionnel. Je pense que justement dans ma génération et quand on a des privilèges comme j'en ai, il faut continuer justement pour s'assurer que ces jeunes femmes-là aient envie de continuer. Parce que malheureusement la réalité sur le terrain est encore dure. In ihrem Buch Visual Detox geht es toxische Social Media Inhalte. Aber auch Marines Mission, sich bewusster mit positiven Bildern zu umgeben. Und dazu gehört auch die Idee, an Orten, die bislang durch Werbung geprägt sind, mehr Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen. Il y a pas mal d'actions qu'on peut faire de manière quotidienne qui vont, j'espère, améliorer cette relation avec le monde visuel qui nous entoure. Et je pense que la première recommandation, c'est de s'assurer que on analyse déjà la vie visuelle que l'on vit au quotidien, que c'est vraiment une image qui nous fait sentir bien. Et si la réponse instinctivement, directement est non, parce que du coup, on a besoin de temps à la regarder. Liken, was gut tut. Und Accounts, die schlechte Gefühle machen, löschen. Wir sollten selbst steuern, mit welchen Bildern wir uns im Alltag umgeben. Und das darf gerne mehr Kunst sein. Das war's mit Twist. Klar ist, hinter dem Traumberuf Influencerin steckt eine Menge Arbeit, aber auch eine Menge Druck. Egal, ob man sich den selber macht oder ob andere dafür sorgen. Und vor allem haben Influencerinnen auch eine große Verantwortung. Denn sie verkaufen eben nicht nur Beauty und Mode, sondern oft ein ganzes Weltbild. Mit diesem fast perfekten Bild verabschiede ich mich von Ihnen. Salut aus Köln. Bleiben Sie entspannt und besuchen Sie uns, wann immer Sie mögen, in der Arte Mediathek oder auf unserem YouTube-Channel. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole world.
fuck I am. Who the fuck I am.